Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. Und genau, ja, ich habe jetzt gerade noch mal ganz kurz die Soundsteuerung angepasst, damit, so dass ihr meine Stimme jetzt doch besser hören solltet. Und genau, wir sind ja bei Mission 6 angekommen und wir sollen jetzt alle Prototypen des Eisernen Vorhangs vernichten. Genau, wir sind ja hier mit den Alliierten unterwegs. Und wir sollen jetzt, glaube ich, jawohl, wir sollen jetzt eine schöne Basis aufbauen. Ich glaube, das mache ich auch mal direkt. Genau. Ja, da bin ich wieder bei Command & Conquer. Und da würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal hier den Bau auf. So, weiter geht's. Wie gesagt, ihr solltet mich jetzt besser hören können. Und ich werde natürlich jetzt direkt meine Raffinerie aufbauen, ist klar, ne? Sorry, ich war gerade ein bisschen sprachlos. Und ja, genau, erstmal schön ein bisschen hier die Gegend erkunden. Also, es ist jetzt etwas länger her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Es liegt aber auch daran, dass wegen der Hitzewelle hier... Ja, es war ja so eine Hitzewelle und... Ah, diese... Nein! Nicht diese Mannequin für diese Mannequin. Das ist scheiße. Das ist gerade richtig kacke. Augenblick. Oh Gott, ich muss mich erstmal hier wieder dran gewöhnen, ey. Repariere das und mach die platt. Komm, mach die platt. Mach die jetzt platt. So. Und weg damit. Sehr schön. Ne, wie gesagt, ich guck noch mal ganz kurz, ob der aufnimmt. Jawohl, tut er. Alles klar. Weil ich habe jetzt die Zahl oben links entfernt. Ich weiß nicht, warum die jetzt weg ist. Allerdings nimmt der momentan noch auf und das passt alles wunderbar. Gut, dann bauen wir jetzt erstmal die Waffenfabrik, weil wir befinden uns hier auf einer Insel. Ich habe die Mission schon mal angespielt. Wir befinden uns hier tatsächlich auf einer Insel. Das heißt, oh, ich höre da schon einen Panzer. Okay, da können sich mal die Raketentypen drum kümmern. Weil die sind nämlich sehr gut, oder auch nicht, sehr gut gegen Panzer, wollte ich gerade sagen. Aber da kommen schon Anti-Infanterie-Einheiten, der kommt da angeschissen. Und das ist aber eine gute Idee. Ich werde mal ein paar Raketenschützen bauen, weil in diesem Level kommen auch Flugzeuge vor. So, mach direkt den Grenadierplatz. Ah, sehr schön. Wunderbar. So, ah, da kommt der Panzer. Oh, fuck. Dieser Panzer ist so heftig. Ah, jetzt fährt er natürlich alle platt von mir, ist klar. So, Konstruktion abgeschlossen. Das ist die Waffenfabrik. Sehr schön. Die knall ich mal hier hin. Nein, 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 noch kein Radar. Erstmal. Schafft ihr das? Nein, was macht ihr denn? Warum rennt ihr denn da hin? Ihr sollt den platt schießen. Oh Mann. Okay, so weiter geht's hier. Basis aufbauen erstmal. Ja, seht ihr das? Die meine ich. Hier gibt es nämlich Flugzeuge und genau deswegen habe ich die Raxi-Bus gebaut. Na komm, mach ihn platt, komm. Sehr schön. So, weiter geht's, Radärchen. Ah, nein, 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 nein. Oh, Flammenwerfer. Fuck. Diese scheiß Flammenwerfer. Oh. Weißt du was, Sammler? Komm, hier, fahr den platt. Na komm, fahr ihn kaputt. Du sollst ihn kaputt fahren. Oder so, ja. So geht's auch. Die Wuppe ist so geil hier. So, ja, wie gesagt, also es ist vom Wetter her deutlich abgekühlt, was ich sehr gut finde. Jetzt sind es statt 40 Grad nur noch 23 und deswegen habe ich entschlossen, nehme ich auch direkt mal wieder schön auf hier. Und der Sammler wird nicht mit dem Dings fertig. Oh Mann, ich... Alter, die nerven jetzt aber langsam wirklich. So, dann bau halt die... Dann bau halt hier jede Menge Schützen erstmal. So, das Silos bauen. Oh Gott, was ist denn hier los? Hallo? Ey. Oh, ich werde hier von allen Seiten angegriffen, ey. Boah. Scheiße. Hallo Sammler, du sollst hier platt fahren. So. So, dann kommt da gleich der Panzer raus. Sehr schön, genau. Du kannst direkt den Typen platt fahren. Jetzt fahr den platt, Mann. Weiter geht's. Fahr den platt. Oh ey, der schafft es nicht, den platt zu fahren. Das ist doch unfassbar. Das ist doch... Oh Gott! Nein! Ich mein Sammler. Um Gottes Willen, hau ab. Hau ab, Sammler. So, der ist weg. Alles klar. So. Boah! Scheiße.
dieser fucking... Boah, am liebsten mal noch einen zweiten Sammler. Alter! Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Der hat's überlebt. Ich glaube, das bringt so nichts. Nee, Moment. Geschützturm, komm. Geschützturm. Ich brauche Türme. Und ich brauche dringend Anti-Infanterie. Der kommt nämlich meistens hier mit Maniken angeschissen. Boah, direkt am Anfang der Mission schon mal hier so ein... so was Krasses hier. So. Diese, ah, Energie. Okay. Okay, Energie, Energie. So, dann das so. Dann der macht schön die Flammenwerfer Platz. Sehr schön. Boah. Da haben wir ja gleich erstmal Ruhe, wa? So, Kraftwerk ist fertig. So, noch eins am besten. So, lass mal den Sammler in Ruhe, komm. Lass doch den Sammler in Ruhe. Dann fahr die mal platt, komm. Fahr die platt, fahr die platt, fahr die platt. Nee, fährt sie nicht platt. Na gut. Dann halt nicht. Ja, wie gesagt, also die Russen, die breiten sich ja hier in Europa weiter aus. Wir haben das ja auf der Karte gesehen beim letzten Mal. Die breiten sich ja in Deutschland aus und wir sollen es verhindern. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, leider, auf welcher Position der Karte wir waren. Wir haben eine Werkstatt, das, die baue ich mal. Und der Penner hat es auf meine Energie abgesehen, ja, das ist klar. Das ist logisch. So, jetzt kommt aber wirklich mal der zweite Sammler hier, oder? Ja, natürlich habe ich jetzt kein Geld mehr, das ist klar. Ist klar. Einen Moment, ich schaue nochmal gerade. Jawohl, er endet noch nach wie vor auf. Sehr schön. Gut, ja, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen warten hier, ne? Ja, was ich noch festgestellt habe bei meinen Aufnahmen, ist, dass das manchmal ein bisschen rumlägt. Da kann ich gerade leider auch nichts gegen machen. Da weiß ich auch nicht, woran es liegt, um ehrlich zu sein. Ich werde mich aber bemühen, dass es nicht mehr allzu oft vorkommt. Aber ich weiß, dass ich da nichts machen werden können. Tu, keine Ahnung. So, kill die, komm. Kill die Mannequin. So, zack, weg damit. Weg damit, ja. Sehr schön. So, oh Gott. Was ist denn jetzt hier los? Es ruckelt, hallo. Ich speichere das mal zwischen. Mission 5 einfach. So, nimmt er noch auf? Er nimmt noch auf, sehr schön, alles klar. Ja, Konstruktion abgeschlossen, zack. Dann kommt direkt eine Flak hinterher, weil die gehen mir doch echt auf den Sack mittlerweile. Wie die meinen Kraftwerk haben wollen. So. Ich habe da einen Bunker, Freunde. Ihr könnt da gar nichts machen. Ihr könnt das nur ein bisschen ankratzen. Der zweite Sammler ist immer noch nicht fertig. Ja, dann sammeln wir die Edelsteine auf, bitte. So, hier kommen immer Manneken. Immer nur Manneken kommen hier, ne? Ah, so. So, zack. Zack, weg damit. So. Hab ich mir nochmal ein bisschen Ruhe verschafft. Der kann direkt hier hingehen. Kann ich die Kampf... Oh, geil, ich kann die Kampfpanzer bauen. Ja, dann baue ich die mal. Die Kampfpanzer sind nämlich die, So, jetzt gehst du mir aber richtig auf den Sack, so. Die Kampfpanzer sind die schwersten Panzer der Alliierten. Sozusagen. Und wir können eine Werft bauen. Genau, stimmt. Hier gab es auch noch eine Werft. Aber. Da kommt er. Komm. Knall ihn ab. Bum, bum. Jawoll. Sehr schön, der ist weg. Gut, dann fokussiere ich mich jetzt erstmal auf den Panzerbau. Weil hier auch hier bei dieser Mission heißt es einfach nur. Erstmal ausspionieren, klar. Und dann natürlich alles killen. Das machen wir am besten mit den Kampfpanzern. Hier so haben wir diese Kampfpanzer der Alliierten mit nur einem Rohr. Der Kampfpanzer der Russen hat nämlich zwei Rohre und das macht ihn halt so mächtig. So, okay. Dann würde ich sagen, ich habe das vierte Silo und mal noch einen Geschützturm. Weil wir wollen unsere Basis ja auch ein bisschen verteidigen, ne? Ja, wie gesagt, also der Sommer ist zum Glück deutlich abgekühlt. Fahr die mal platt. So, okay. Deutlich abgekühlt zum Glück. Also, das war schon echt krass letzte Woche. Beziehungsweise diese Woche. So, fahr die mal platt, komm. Die fahren die nicht platt. Doch, er fährt sie platt. Sehr schön. So, fahrt ihr den mal platt. Alter, es macht so Spaß, der KI dabei zuzuschauen, wie sie sich kaputt fährt. So, komm schon.
Jawoll, so, das war's. Das mache ich halt am liebsten, also dieses Plattfahren. Das ist einfach effektivste Methode. So, dann haben wir hier einmal das, einmal noch einen Bunker. Und, ja. Und jetzt mal weiter mit der Basisverteidigung hier. Ja, ich speichere das mal zwischen, das ist eine gute Idee. Aber das ist, glaube ich... Es war Mission 6. Ja, es ist wieder Folgendes passiert. Das Aufnahmegerät ist abgestürzt. Ich weiß nicht, warum das immer abstürzt, aber ich denke mal, das sollte ich immer beim Speichern rauskriegen. Also immer, wenn ich speichere, habe ich festgestellt, stürzt das Gerät ab. Keine Ahnung, warum. So, ich habe hier eine Flak stehen, Junge. Du sagst jetzt mal Tschüss zu deinem Flugzeug. Nerv nicht rum hier. So, also ich habe jetzt eine mini kleine Verteidigung erstmal stehen. Dann fokussiere ich mich erstmal nochmal auf den Basisbau. Ach, Basisbau, was laber ich denn wieder für eine Scheiße? Panzerbau. So. Dann sammelt ihr mal hier die Edelsteine ein. Währenddessen baue ich mal eine zweite Raffinerie, damit das ein bisschen schneller geht mit der Geldzufuhr. Ja. So, die 5 Panzer. Kümmern sich jetzt mal hier drum. Komm, fahrt da einfach mal drüber. So, zack, zack. Weg damit. Und tschüss, weg damit. Komm, mach das weg. Sehr schön. Ein Gebäude hiervon will ich nämlich erobern. So, da steht ein Bunker. Ihr könnt da nichts machen. Oh, ich habe aber keine Kohle mehr. So, dann macht mal den Flammenturm hier kaputt. Das hier ist nämlich ein kleiner Vorposten von dem Russen. Und ich hätte gerne seine Kaserne. Weil... Wir müssen nämlich hier... Oh nein, nicht kaputt machen. Wir brauchen nämlich hier einen Seezugang. Und den Seezugang kriegen wir nur, wenn wir hier in der Nähe ein Gebäude haben. Wir könnten zwar natürlich auch jede Menge Silos bauen, aber das macht keinen Sinn. Beziehungsweise es frisst Geld. Und da oben kommt einer durch die Hintertür. Das finde ich gerade nicht so doll. Egal, fahr die platt, komm. Fahrt die einfach mal platt. Ich schaue währenddessen nochmal. Ja, er nimmt nach wie vor auf. Sehr schön, okay. Tut mir leid, wenn ich jetzt immer wieder mal zwischendurch gucken muss. Komm, fahr den platt. Ach, ich mag dieses Plattfahren hier einfach. Es ist einfach so effektiv. Sei denn... Ja, okay. Er hat unter dem Panzer noch geschossen, woran auch immer das liegt. So, die Raffinerie ist fertig. Sehr schön. Die kommt dann mal hier hin. Ah, ich wusste es. Fuck. Ich wusste es, dass die Energie ausfällt, ey, Mann. Ich schaue gerade noch mal ganz kurz, weil es könnte sein, wenn das Spiel ein bisschen hängt, dass der dann nicht aufnimmt. Das könnte auch passieren. So. Ich werde aber auch beim nächsten Mal, bei der nächsten Mission, noch mal was komplett anderes ausprobieren, und zwar den langsamsten Modus vom Leudo benutzen. Um das hier endlich mal vernünftig zum Laufen zu kriegen. So, jetzt fahrt einfach drüber. Meine, das kann doch nicht so schwer sein. So. So, diese Flugzeuge, ey. Ich baue am besten noch eine Flak. Ja, das mache ich. Ich baue noch eine Flak. Mein Gott, fahr den doch einfach platt. Jetzt gehen doch so einfach gehen, Panzer. Mensch. So. Du fährst mal dahin und bleibst da mal stehen, damit da keine Manneken mehr rauskommen. Ah, da kommt immer noch Manneken raus. Jetzt baut der auf einmal wie viel Flammenwerfer oder was? Wie schnell kommen die Manneken da raus? Ernsthaft? Oh Gott, jetzt lässt er sich da platt machen oder was? Nee, komm. Nee, das bringt nichts. Ich glaube, das ist ein Trigger oder so. So, dann baue nochmal Geschütztürme und dann baue ich mal weiterhin Panzer. Oh, ich habe sehr schön viel Kohle, das ist schon mal sehr gut. Baue ich schon mal den Ingenieur auf für gleich. Zack, zack, mach das mal weg. Oh, shit. Ja, die Manneken, die da rauskommen, ist klar, weißt du. Ich glaube, dafür baue ich dann aber auch noch ein Buch. Wo schießen die drauf? Achso, ja, richtig. So, genau. Eine Sekunde. So, weg da mit dem Radar. Dann haben wir hier nämlich auch bald mal Ruhe. So, wenn das hier mal weg ist. Mal weiter Panzer. Und stopp. So, ist es rot, dann übernimm das mal bitte. So, und währenddessen mache ich mich mit meinem kleinen Mini-Panzertrupp hier schon mal auf, die Karte ein bisschen weiter zu erkunden. Weil, wie ihr wisst, ne? Aufdeckung ist alles in solchen Strategiespielen.
Das ist einfach so. So, dann haben wir jetzt die Kaserne hier erobert. Nur warum... Warum kostet das kein Geld, hä? Was geht hier gerade ab? Hallo? Hä? Warum kostet das mich kein Geld? Wird gebaut. Okay, auch nicht schlecht. Eine kostenlose Reparatur, das ist auch schon mal geil. So, ich schau gerade nochmal, ob der aufnimmt. Jawohl, der nimmt auf, sehr schön. Und dann speichere ich das nochmal zwischen unter Mission 6. Einsatz gespeichert. So, und dann mache ich mal eine ganz kurze Pause. So, da bin ich wieder. ja, genau. Ich musste mal kurz was erledigen. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen, was das war. Ne? Ich glaube, das kann sich jeder denken. Und ja, genau, dann würde ich sagen, baue ich mal eine Werft jetzt. Weil wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt. Genau, fahr einfach mal die Sandsackbarriere rum. Ist alles gut. Oh, du blödes Flugzeug, ey. Na, das kostet aber Geld, glaube ich. Ich frage mich echt, warum die Kaserne hier unten gratis zum Reparieren war. So, zack. Und die Energie ist weg. Oh, ich wusste es, ey. Diese Kack-Energie. So, eine Sekunde. Oh, ich habe ja schon einen kleinen Trupp, wa? Einen kleinen Panzertrupp hier. Und ja, Sekunde, das Kraftwerk zimmer ich nochmal hier oben hin. So, eins weiß ich nämlich. Primärbauwerk aus. Ich weiß, dass der gleich mit... Ah, die kommen natürlich nicht hier raus, schade. Dass der gleich hier mit jede Menge Flugzeugen herkommt. Das ist natürlich, das will ich verhindern, indem ich jetzt einfach mal 5 Raketenwerfer baue und die einfach mal als Wheel of Luck quasi dahin stelle. So, mit dem Panzertrupp erkundige ich nochmal die restliche Karte. Hier, bau mal nebenbei Schiffe. Ja, da fährt wieder irgendeiner was um. So, weiter geht's. Wir haben hier nur die Kanonenboote erstmal zum Einsatz. Zur Verfügung, so. Aber wir brauchen auch noch mehr, keine Sorge, wir brauchen auch noch Transporter und noch mehr Panzer und alles Mögliche, Freunde, alles Mögliche. So, ich schau nochmal ganz kurz. Jawohl, der nimmt noch auf, sehr schön. Ich weiß nicht also, warum der manchmal abstürzt, das Aufnahmegerät. Keine Ahnung. So, dann gehe ich mal wieder hier hin und repariere die mal alle. Ah, diese Ruckler, ja. Aber das ist... Ahaha, seht ihr das? Oh, geil. Schaut mal. Boah. Die können nämlich auch auf U-Boote schießen. Das ist ja das Geile, ne? Also die haben diese Flugabwehrraketen. Und diese Flugabwehrraketen benutzen die auch, wenn die auf U-Boote schießen. Das ist ziemlich geil. Oh yeah, schöner Hellmarsch. So, wenn ich jetzt das vierte Schiff fertig habe, gehe ich mal ein bisschen See erkunden. Weil das sollen wir... Ah! Ich wusste, dass der da angeschissen kommt. Shit! Ah, das habe ich jetzt nicht... Schieß einfach auf den Panzer, komm. Schieß auf den Panzer. Ah, Grenadier. Scheiße, Mann. Dieser Grenadier da. Fahr den Grenadier platt, komm. Ah, shit. Na, das war's dann mit meiner mobilen Flak. Der kommt also da mit Dings. Der kommt also da mit dem Spawner. Das ist sehr interessant. So, okay, das heißt, man kann da ja Gegenmaßnahmen treffen. Ne? Ich baue da neue Raketensilos mal. Dieser Rack-Silos hier, diese mobile Flakabwehr. Und stell die jetzt mal wieder dahin. So. Ja, zwei Panzer sind jetzt halt zur Hälfte kaputt, aber ist erstmal egal. Das heißt, ich würde jetzt erstmal die schnappen. Und schau mal, was der hier auf See so hat. Ich wette tausende von U-Booten. Es ist immer so, ey. Wenn du die Alliierten spielst und dann Seeeinheiten hast, ist alles mit U-Booten zugepflastert, ey. Alles zugepflastert, glaube ich. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, wir sind nämlich... Sind wir in Griechenland? Ich glaube, wir waren in Griechenland. Ja, aber Griechenland ist nicht weiß. Aha, seht ihr, da sind schon die ersten U-Boote da. So. Lasst euch nicht treffen. Ich kann nämlich hier mit dem ein bisschen kiten. Ah, scheiße. Normalerweise funktioniert das. Ah, blöd. Normalerweise funktioniert das nämlich, wenn ich mehrere Schiffe habe und gegen ein U-Boot.
Dann fokussiert der meistens einen und mit dem einen kannst du dann kiten. Also, ja, normalerweise geht das, aber... Oh, was ist denn... Hä? Ach, krass. Wieso hat sich denn das jetzt hier aufgedeckt? Ah, da kommt... Aha. Nein, 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 nein. Lass sie nicht raus. Scheiße, ich bin zu spät, Alter. Dann auch noch zwei Spawner. Oh, nee. Ja, danke. Der ist natürlich so dreist und fährt natürlich über eine Einheit drüber, ist klar. Ja, der hat zwei Spawner. Krass. Aber das kriege ich hin noch, das kriege ich noch hin. Aber ich frage mich jetzt gerade echt, warum sich das da aufgedeckt hat. Ah, ich brauche die noch. Hallo. Ah, so, einfach drüber fahren. Du sollst drüber fahren oder so, ja. So. Genau. Das hätten wir abgewehrt. Ja, wie gesagt. Also ich werde die erstmal reparieren wieder. Aber immerhin sehen wir jetzt hier schon mal, was hier gebacken ist. Ich weiß nicht. Was? Ah, die Flugzeuge. Ja genau, jetzt kommt er natürlich mit dem Flugzeug. Aber ich baue wahrscheinlich, warte mal, wenn der hier immer die ganze Zeit mit Panzern ankommt. So, die sind wieder repariert, das ist gut. Die tun wir wieder da. Wenn der da die ganze Zeit mit Panzern ankommt, ist das ja auch eine gute Idee, da man... Oh, was ist denn hier los? Deswegen habe ich auch so wenig Energie. Ah ja, genau, wenn Energie einmal weg ist, dann muss man jedes Gebäude einmal reparieren, kurz. Damit das alles wieder voll ist. Ja, der hat meine Energie hier oben ganz schön angekratzt. So, hier oben fehlt auch noch ein Bunker, merke ich gerade. Oh, geile Mucke. So. Immer schön im Gleichmarsch hier. Das passt so zu der Mucke. Und genau, zack. Ich guck mal kurz, ob der aufnimmt. Jawohl, er nimmt auf. Sehr schön. So, wo ist das U-Boot? Da ist das U-Boot. Und fahrt einmal drumherum und zack. Macht ihm kalt. Ja, natürlich kriegt er noch ein Schiff von mir, ist klar. Das ist so unfair teilweise. So, weil hier oben war nämlich irgendwo ein Landeplatz. Hier ist auch ein Landeplatz, aber seht ihr das da? Da können wir nicht landen. Das ist eine Tesla-Schule. Oh, da unten. Was will er denn da unten? Nimm doch schnell die Edelsteine mit und fahr nach Hause, komm. Der hat es auf den Sammler abgesehen. So, dann. Boah, ist das alles ein bisschen verwirrend hier, weil der die ganze Zeit angreift, ne? So. So, wie... Ah, wehrt euch doch. Oh Gott, da ist noch ein U-Boot. Ich muss mich gerade ganz schön konzentrieren hier, ja. So, der fährt... Ah. Hör auf zu schießen. Komm, lock den mal ein bisschen. Lock den mal in das Feuer rein von dem Bunker. Jawoll, sehr schön. Da seht ihr mal, wie viel Schaden diese Bunker an den V2s machen. Das ist schon krass. Was ist denn er? Naja, irgendein Shortcut. Keine Ahnung. Jo, guter Schuss. Ja, die machen das schon. Komm, die machen das schon. So, sehr schön. Und immer schön weiter Panzer bauen.